Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry Primal. Wir haben in der letzten Folge Ohrenfrau. Ich nenne sie Ohrenfrau. Ja, mit der Ruhe. Was können wir hier? Belohnungslager öffnen. Hä? Belohnungslager. Im Belohnungslager werden überschüssige Rohstoffe und Gegenstände verschaut. Achte auf das komische Symbol auf der Karte. Du kannst im Dorf und an allen eroberten Außenposten, Leuchtfeuern oder Lagerfeuern auf dein Belohnungslager zugreifen. Gegenstände werden bei der Eroberung eines Außenpostens oder beim Anstieg der Bevölkerung automatisch hierhin gebracht. Saila, die Sammlerin, wird ebenfalls täglich neue Dinge hinzufügen, wenn du ihre Hütte errichtet hast. Einschließlich seltener Gegenstände beim zweiten Upgrade. Sieh regelmäßig nach und nimm dir alle Gegenstände, die du brauchst. Kann ich die machen? Ach so, das haben wir schon. Ja, gut. Gut, dann, nein, brauche ich nicht. Okay, theoretisch können wir die, glaube ich, upgraden. Momentan noch nicht, weil wir dann noch wahrscheinlich zu wenig Stuff für haben. Aber, das ist kein Problem, ich hatte mir was markiert, aber wir können auch noch was herstellen, was ziemlich cool ist. Wir können uns jetzt nämlich ein paar von denen bauen. Das war's jetzt auch schon wieder. Ja. Ein. Immerhin. Ein. Naja, gut. Wir brauchen noch mehr Holz und ach, wir müssen sowieso noch alles sammeln. Aber wir haben jetzt einen geilen Speer. Was ja, den können wir auch werfen und dann auch wieder mitnehmen und so. Ist ja auch cool. So, wir müssen da hinten hin. Da ist nämlich so ein kleines Lager von den Feinden. Und ich würde sagen, das nehmen wir uns doch mal gerne mit. Weil ich muss ganz oft in diesem komischen Modus rumlaufen, weil sonst sehe ich wahrscheinlich die ganzen Sachen nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wir laufen mal... Nee. So. Ah, jetzt können wir auch wenigstens mit den Tasten hier schön durchscrollen durch unsere Waffen. Sehr cool. Ich sehe gar nichts. Was hier? Keine Rohstoffe, kein Nichts. Nee, du bist ein Hirsch. Warte mal, du bist ein Hirsch, du. Aber dich brauche ich gerade nicht. Ich bräuchte ein Wildschwein. Oh, ein kleines Wildschwein bräuchte ich eher. Und Rothund. Kann ich mir nämlich eine geile Tasche machen. So, Schilf. Ich weiß gar nicht, ob ich das momentan brauche, ehrlich gesagt, aber. Vögel können. Ah, wobei, weiß ich gar nicht, ob wir uns Vögel wirklich machen können. So, hier ist noch ein bisschen Schilf, da ist Schiefer, das nehmen wir auch mal alles mit. Oh, warte mal. Da sind die alle weggelaufen. Was ist das hier auf der Minikarte? Keine Ahnung. Unwichtig. Was brauche ich denn überhaupt? Was brauche ich für mehr Speere? Ich brauche mehr Speere. Schilf. Ach, Nordseder. Natürlich. Die schöne Nordseder ist klar. Ohne die geht natürlich gar nichts. Also, wer das nicht weiß, der hat doch keine Ahnung. Ach, die rennen immer alle vor mir weg. Haben die Angst oder was? Ich mach doch nichts. Bin nur theoretisch ganz lieb. Hm. Alter Holz. Ja, nee. Das wollte ich nicht. Bringt mir natürlich nichts, weil ich brauche nur Nordseder kann ich dafür benutzen. Wo kriege ich die her? Naja, ihr braucht keine Angst haben, weil von euch brauche ich nichts. Ihr komischen Viecher. Was bist du für Holz? Auch alter Holz, naja, gut. Egal, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt straight dahin. Euch brauche ich auch nicht. Na, ist auch nur so ein Vieh, ne? Ah. Na gut. Schwimmen wir mal rüber. Was ist das hier? Grünblatt. Oh, sieht aber hier ein bisschen anders aus. Egal, wir nehmen es mal mit. Lalalala. Was ist das denn? Ah. Hier ist was. Wo denn? Alter, wo führt mich das denn jetzt schon wieder hin? Verrückt. Alderholz ist nur fast voll, deswegen jetzt müsste es langsam voll sein. Okay, Tasche voll. Hm.
Blöd. Blöd. Oder ist es so eine Art Wegmarker, dem. Nee. Ach, ich hab auch keine Ahnung. Oh, der war gut. Hä? Ah. Hier im Busch gestorben. Wildschweinhaut. Jetzt können wir uns eine Tasche bauen. glaube ich zumindest. Warte mal. Dorfkarte. Nein, hä? Hier, genau. Aha. Zack. Ach so, jetzt brauche ich natürlich Rothuhnfell dafür. Klar. Also ich bräuchte theoretisch 7-mal Rothuhnfell. Okay. Köder habe ich aber noch gar nicht, ne? Nee. Du kannst doch keine Köder herstellen. Wirf Köder aus dem Tiermenü. Ja, ich muss unbedingt. Ich glaube, dieser Tensei ist Schamane. Das heißt, mit dem kann ich, glaube ich, dann Tiere zählen. Gotta catch 'em all. Ich werde Pokémon-Trainer, der beste, den es jemals gab. Ist auch nicht schwer, weil es gibt noch gar keine. Deswegen habe ich da schon gute Karten, denke ich mal. Ne? Wenn ich da jetzt mit anfange. Entzünde das Leuchtfeuer, um es für die Venya zu erobern. Alles klar, werde ich doch gerne tun. Aber erstmal muss ich ja nach oben klettern. Wenn es mir gestattet sein mag. Und wir nehmen natürlich noch ein bisschen Schiefer mit. Ist auf jeden Fall schon mal ein interessantes Konzept, dass das hier halt nicht mit normalen Feuerwaffen ist. Also nicht mit den Schießeisen, die wir so kennen. Sondern schon gänzlich anders mit Pfeil, Bogen, Speeren. Und Pfeil und Bogen gab es ja immer schon bei Far Cry. Aber halt, ja, ansonsten, du hast nur Holzbögen und Holzpfeile, also nicht das, was wir heute haben. Keine Compoundbögen und so. Ja, wobei, vielleicht gibt es da irgendwas anderes. Du hast keine MGs, keine Pistolen, keine Maschinengewehre, keine Sniper, keine Shotguns, ne? Was ist das für ein Baum, ey? Leuchtfeuer. Leuchtfeuer sind große Feuerstellen, die dein Gebiet markieren, sobald du es erobert hast. Schaltet die Gegner in der Nähe aus und entfache die Leuchtfeuer, um sie für deinen Stamm zu erobern. Eroberte Leuchtfeuer schalten Schnellreiseziele frei und bieten dir sichere Ruhestätten und Zugriff auf deine Belohnungslager. Okay. Dann würde ich sagen, töten wir mal die Gegner. Aber ich glaube, hier gibt es gar keinen, oder? Ich glaube, hier gibt es keine Gegner. Ah, soll mir recht sein. Okay, wie mache ich das? Boah, Alter, what the fuck? Das ist ja ein Riesenelch gewesen. Okay, kein Problem. Moment. Ich kann natürlich sagen, haha, anzünden. Ja. Juhu! So, da ist unsere Speereule. 16 Stück gibt es von den Dingern. Das sind im Grunde die Lager, die es früher gab. Türme gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Wenn du ein Leuchtfeuer oder einen feindlichen Außenposten eroberst, schaltest du ein neues Schnellreiseziel frei, mit dem du schneller durch Oros reisen kannst. Du kannst außerdem in dein Dorf schnell reisen, um Hütten zu errichten und zu verbessern. Drücke M und wähle das Kartenmenü zum Schnellreisen. Nutze die Maus in alle Richtungen zum Markieren eines Leuchtfeuers, Außenposten oder deines Dorfes und wähle die Schnellreise. Soweit verstehen wir das natürlich, weil das ist jetzt nichts unbedingt Neues. Hier kann ich auf meine Belohnungs... Ach, guck mal, wir haben drei... Oh, guck mal, wir haben neue Bevölkerung bekommen. Ja, das finde ich ja toll. Und eine neue Fähigkeit direkt auch. Schön, schön, schön. Das finde ich eigentlich gut. Pflanzen wir auf der Minigun, das ist auch gut, ne? Also ich mache, glaube ich, mal das hier. Auch absolut keine Ahnung, was gut ist und was nicht. Was ist das hier? Ah, ein kleines Beutelchen. Ja, läuft. Oh, Nordseeder bekommen. Das ist gut. Hier sind ein paar Fälle. Dass ich die nicht mitnehmen kann, ist ein bisschen doof. Naja. So, dann lass uns mal gucken, was ist das hier? Venya helfen, Eskorte. Bringe eine Gruppe Venya in Sicherheit. Schwierigkeit leicht, Belohnung, irgendwas, sowas hier. Unbekannter Ort. Das ist jetzt gar nicht mal so weit. Was ist das denn? Erkunde diesen einzigartigen. Oder dahin? Hier ist noch ein Lagerfeuer. Hier ist noch so ein großes Ding. Da auch.
Okay, ich würde sagen, ich gehe mal dahin, weil von da. Ach, guck mal, hier siehst du Bären. Hier gibt es Bären. Hier gibt es Rothunde. Und die brauche ich sogar. Hier gibt es auch Wölfe. Ja, ich würde mal hier jetzt erstmal hingehen. Weil, mal gucken, was das für ein Ort ist. Und von da können wir nämlich zu dem anderen komischen geheimen Ort da gehen und dann uns mal zu dem. Oh, warte mal. Oh, verdammt. So, Wolf, stirb. Wolf. Alter, weg, blöde Kackvieh. Okay. Oh nein. S. Ich drücke S. Ja, ich drücke S. Ich heile mich mal eben. Ich muss mal hier ein Stückchen Fleisch essen. Er wird nur geschmeidig, ja? Lass mich mal Fleisch essen, du Drecksvieh. Warte. Jetzt gib's hier auf die Fresse. Blöden. Aber guck mal, die sind schon clever, ne? Alter. Also die sind nicht doof. Also die laufen auch schön um dich rum, umkreisen dich und so. Boah, jetzt. Meine Fresse, du. Habe ich noch genug Fleisch, ja, ne? Boah. Oh, das war sogar ein seltener Streifenwolf. Den können wir später zähmen, aber leider nicht jetzt. Naja. Seltenes Fell, können wir schon auch irgendwas Tolles mit machen. Ist nicht unbedingt clever, wie ich merke, da irgendwas zu machen, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen. Da sollte man schon ein bisschen Obacht walten lassen. Ja gut, ich habe den Kletterding nicht. Den Kletterding. Wie komme ich hier runter, ohne zu sterben? Da. Hoffe ich. Denke ich. Bau des Valakwa. Die Frage ist, was ist eine Valakwa? Ich würde sagen, suchen. Fleisch. Ah, der Valakwa ist wohl nicht zu Hause. Boah, ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, dass er nicht zu Hause ist. Können wir ihm seinen Scheiß hier klauen und jetzt hauen wir einfach ab. Tschüss. So, okay, dann waren wir hier. Ich gehe jetzt mal hier hin, weil das ist ein unbekannter Ort, keine Ahnung. Dann würde ich nämlich mal zu ihm gerne gehen, weil... Ja, ist einfach... Oh nein, ich bin durchs Feuer gelaufen, verdammt. Natürlich doof. Weil, das ist der Bestienmeister und der Bestienmeister ist natürlich jetzt wichtig. Ah, das ist wirklich wichtig. Dann kriegen wir halt nochmal einen neuen Typen dazu und wir können endlich Bestien zähmen, was natürlich ziemlich geil ist. Boah, ich hoffe, das verpixelt nicht so krass. Muss ich nochmal gucken, ey. Weil hier ist ja alles voller Blumen und Pflanzen und ach, alles hier. Alles voll. Ah, ihr seid nur Ziegen. Ja, gut dann. Ach, fuck. Mann, Wolf, stirb. Na? Auf damit! Ich sagte, stirb! Alter, ich hab dich schon ultra krass getroffen einfach, ne? Viel Leben habe ich nicht mehr. Oh nein, ich habe kein Fleisch mehr, oder? Ah. Lecker Wolfsfleisch. Hm. Doch, Tasche für Fleisch fast voll, da muss ich ja noch genug haben. Also auf der Karte war hier noch irgendein cooler Ort. Vielleicht da unten. Ich möchte jetzt hier nicht unbedingt runterfallen. Ah, wir gehen mal hier so. Hui! Da habe ich noch irgendein Vieh gesehen. Rothund. Ein kleines Rothündchen. Aber ich weiß jetzt nicht, was das hier für ein besonderer Ort sein soll, aber... Okay. Noch ein Rothund. Ah, wenn du dumm bist und stehen bleibst, na, ist das so, ne?
Schön wäre es, wenn hier noch mehr von denen rumgammeln würden, weil das wäre ziemlich nice. Erstmal natürlich dafür wäre es ziemlich gut, aber ich baue mir jetzt hier das Ding. Federn? Hä? Krieg ich die Federn her, ey. Jetzt kann ich natürlich direkt mal sagen, komm, wir bauen uns mal mehr Pfeile, weil Pfeile sind gut. Pfeile sind gut, Pfeile sind Freund. Das ist richtig. So, ich würde sagen, gehen wir zu ihm. Ja, ne? Gehen wir mal zu Tensei. Tensei, wie auch immer. Versuchen wir ihn mal zu helfen, für uns zu gewinnen. So, ja, hätte ich jetzt auch anders mal... Alter, diese Wölfe, ne? Ne, wir haben ja auch einen Speer, warte mal. So, hier. Mit meinem Speer in die Fresse. Was läuft da jetzt rum? Hä? Hä? What the fuck? Alter, jetzt kommen auch nur die Vögel und kacken mir aufs Bein oder was? Was ist denn hier los, ey? Ja, bloß weg mit dir. Du bist Drecksvieh, ey. Oh, nee, kommt der wieder zurück? Das ist ja unglaublich. Da kommen die Adler und greifen mich an. Was ist denn los mit denen? Ah, hier ist nichts. Okay, kann ich auch nichts machen. Gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter. Zu Tensei. Oder Tensei oder wie auch immer der heißt. Ah, ich muss hier, glaube ich, einmal rum. Verdammt. Dann wollen wir einmal rumlaufen. Upsala. Oh, oh, oh. Nee, doch nicht. Töte die Angreifer und rette die Gefangenen, wenn ja. Alles klar. Wenn wir das schon mal machen können, dann würde ich sagen... Let's do this. So. Und tschüss. Nartari. Darwinja Kauha Waidata. Subrashta. Wash. Na, Wölfe! Hilfe! Ne. Oh, Alter, Schwein gehabt. Der war wohl schon damaged. Blödes Kack. Hier. Ich geh weg. Tschüss. Alter, wie komme ich denn zu dem? Nee, ja, nee. Nee, ja, nee. Doch. Das will ich später erst machen. Ich will erstmal zu ihm. Aber wie komme ich zu Tensei? Tensei, ten. Rothund? Tot? Nein? Doch. Boah, Alter. Blöde Vieh, bleib stehen. Wenn ich bewegst, dann kann ich dich nicht töten. Leuchtet eine. Hier komme ich aber nicht hoch. Verdammt, ich kann nicht klettern. Oder kann ich das erst, wenn ich klettern kann? Nee, oder? Das wäre ein bisschen gemein. Oder vielleicht doch. Ich habe nämlich das Gefühl, der ist genau da oben. Aber ich bin mir nicht so sicher. Ich laufe einfach noch ein bisschen außen rum hier. Es muss ja irgendwo einen Pfad geben, wo ich hier raufkommen kann. Weil das kriege ich erst recht spät. Ja. Nacht. Die Nacht ist dunkel und gefährlich. Die Sicherheit ist schlecht und viele Raubtiere sind auf der Jagd. Erkunde die Welt bei Nacht und entdecke einzigartige Tiere, Pflanzen und Fundstücke. Waffen entzünden, bla bla bla, alles klar. Nein! Hilfe!
Ah, ich komme nicht hoch. Alter. Ich mach's kaputt. Blöde Schwein, du. Hoi, 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 hoi. Gefährlich, gefährlich, gefährlich hier. So, wir laufen da zumindest. Ja, ich glaube, hier komme ich aber hoch. Alter, lass mich bloß in Ruhe, ne? Verdammt, ich komme da nicht hoch. Irgendwie muss ich da hochkommen. Ich will da hochkommen. Oh nein. Oh nein. Ja, okay, warte mal kurz. Ja. Da guckt er jetzt blöd, ne? Tschüss. Selfie. Burnt einfach. In the hell. Komm schon, irgendwo muss ich da hochkommen können. Ich muss doch, ich will doch zu Tensei. Ja, hier komme ich hoch, komm mal. Hoffe ich. Jetzt der, was? Jetzt der unter mir, willst du mich eigentlich verarschen? Ein merkwürdiger Bursche, dieser Tensei. Der ist jetzt genau unter mir, der Typ, ne? Ah. Tschüss. Hier ist ein Kack. Ah, hi. Komm ich hier runter? Kann ich hier? Hallo? Na? Alles fit? Wie komme ich jetzt hier runter? Ah, hier. Alles klar. So, was ist das hier? Daisha-Hand. Ah. Ah, okay, das ist so. Kannst du mich am Arsch lecken, blöder Wolf? Ja, geh weg. So, wir sind auf jeden Fall schon mal bei ihm. Das heißt, in der nächsten Folge geht's hier knallhart ab. Wir sind aber echt aggressiver, ne? Ja, jag mal das da. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir zu Tensei und dann gucken wir mal, was da abgeht bei ihm. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Und ich habe ein bisschen Angst im Dunkeln, deswegen mache ich mir wieder Licht an. Bis dahin würde ich sagen, haut rein!